Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Gothic 2 Velaya. Wir haben zuletzt mit Bodo gesprochen und ihm über einiges informiert. Und ich möchte mal schauen. Ich bräuchte unbedingt noch eine Drachenwurzel. Ich habe eine Drachenwurzel und zwei Kronstücke. Ich bräuchte aber zwei Drachenwurzeln. Und ich habe auf meinem Laptop gerade die Karte mit den Kräutern. Gibt es zwei, höchstens drei Orte, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob ich die schon eingesammelt habe. Und der eine Ort ist im Wald östlich vom Leuchtturm. Und der andere Ort ist eigentlich südlich von hier. Den schaue ich mir zuerst an. Kann sein, dass ich das schon aufgesammelt habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wir gucken uns das einfach mal an. Dann gibt es noch einen dritten Ort. Aber den habe ich bestimmt schon. Bei Errols Hütte ist noch ein Baumstumpf. Den habe ich aber bestimmt schon eingesammelt. Aber trotzdem, Synergieeffekt sollte ich am Rückweg dort vorbeigehen. Und wenn wir diese Drachenwurzel, wenn wir noch eine Drachenwurzel finden, notfalls auch beim Händler, dann können wir uns von Constantino noch einen Drachenhauttrank machen lassen. Und den können wir für das nächste Kapitel auch gut brauchen. So, mal gucken, ob da irgendwas lebt. Ich sehe hier nichts. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich hier schon war. Schauen wir uns den Bogen mal an. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Rechts, links. 35 Gold, ein Gehstock. Juhu, den brauche ich unbedingt, den Gehstock. Wollte ich schon immer haben. Links. Links, links, rechts, 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 links. Das hat die Haut eines Reptils. Aber der Eichenhaut, das habe ich vergessen zu gucken, was das kann. Oder war das Geschicklichkeitsbonus? Ja, aber ich glaube, das Ding bringt mir im Taschendiebstahl mäßig mehr. Trotzdem schick. Wenn ich mal keine Taschen mehr auszublenden habe. Ist das eine gute Idee? So, und jetzt muss ich mal kurz die Karte konsultieren. Ja, ich bin hier richtig. Dieser Baumstumpf 4. Müsste normalerweise eine Drachenwurzel haben, aber die habe ich entweder schon aufgesammelt oder der namenlose Held war schneller. Das kann natürlich auch sein. Jetzt schaue ich mir mal andere Baumstümpfe noch an. Da ist nichts, aber ich glaube nicht zu erinnern, dass das der erste Baumstumpf, der müsste schon der richtige gewesen sein. Gut, also hier nicht. Dann schauen wir mal bei Errols Hütte vorbei. Und wenn da nicht. Ich nehme an, die Drachenwurzel bei Xares Turm habe ich. Die in der Nähe von meinem. Meinem Lehen, die habe ich auf jeden Fall, das weiß ich noch, dass ich die gesammelt habe. Aber da drüben links ist noch ein Baumstumpf. Und ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke, die habe ich. Der Platz ist mir schon so lang bekannt, dass ich den mit Sicherheit nicht auslassen kann. Hey, Buster! Nix, Buster. Immer schön die Augen offen halten. Mal gucken, ob Errol zufällig eine hat und verkauft. Was hast du anzubieten? Ein Apfel, den will ich haben. Weil mehr Kronstücke.
5 Orte nehme ich doch mit auf jeden Fall. Jetzt haben wir 3 Grundstücke. Aber der Kraftstärke-Bonus, nee, brauche ich eigentlich nicht. Aber mir wäre jetzt normalerweise gut, Grundstücke ist Pass auch auf dich okay. auf. Aber. Keine Ahnung, sag du es was mir. Ist denn mit Sagitta? Das mache ich mit Pause, dass die erkennt den Weg zu Sagitta. Bis gleich. So, da bin ich auch schon in der Nähe. Ja, jetzt überlege ich gerade, was ich euch so neben dem Laufen erzählen könnt. Mir fehlt jetzt immer gerade kein Thema. Hallo, Sagitta. Ich lehre mich. Warte mal, ich benötige Kräuter und Tränke. Ich benötige Kräuter und Tränke. Sieh her, das kann ich dir anbieten. Wie wäre es mit einer Drachenwurzel, einer Heilpflanze, Heilkraut, Feuernessel, Feuerkraut, Weidenbeer, Snipperkraut, Sumpfkraut, Feldknöterich? Dass der Feldknöterich so teuer ist, das geht mir in den Kopf nicht rein, aber ich nehme sie mal, das ist wichtige Trankzutat. Jo, ansonsten hast du eigentlich nur eine Lehre mich die Kunst des Tränkebrauens. Lehre mich die Kunst des Tränkebrauens. Ich kenne einige Rezepte. Welches willst du erlernen? Elixier der Geschichtlichkeit kostet 20. Ich weiß nicht, das überlege ich. Pass auf dich auf. Ich habe jetzt nämlich 10. Ich könnte schon noch ein bisschen mehr Geschicklichkeit brauchen. Das lohnt sich aber eigentlich. Ich habe, glaube ich, keine Goblin-Bären mehr im Spiel. Die habe ich alle so gefuttert, weil ich gedacht habe, ich brauche die Grundstücke sowieso alle für eine Goblin-Bäre. Habe ich noch. Das wäre ein Geschicklichkeitsdrang. Dafür 20 Lernpunkte? Nee, das lohnt nicht. Wir gehen mal zur Hafenstadt. Bevor ich in der Weltgeschichte rumkurve, ich muss sowieso am Marktplatz vorbei. Bei Salandrill habe ich noch nicht schon geschaut, der hat nichts. Der Ignaz auch nicht, aber Konstantino weiß ich jetzt nicht mehr. Werde ich auch geschaut haben, egal, ich schaue nochmal. Hallo, ich grüße dich, Meister. Was? Warte mal, brauch mir bitte einen Widerstandstrank. 2 Drachenwurzeln, ich brauche wirklich. Kann ich den? Brauch mir deine Dunkelpilzbrühe. Gerne. Hier, nimm den Trunk. Geht das nochmal? Brauch mir deine Dunkelpilzbrühe. Gerne. Aber du musst mir erst die Zutaten vorbeibringen. Ordnung, ich mach erstmal nichts. Pflanzen. Was für Pflanzen kann ich bei dir erwerben? Lauf der Heilpflanze, Heilkraut, Heilwurzel, Sumpfkraut, Snipperkraut, Buttelfleisch, Feuerkraut, Feuernessel, Feldknöterich, den kaufe ich wieder. Ansonsten nichts von Wir sehen uns. Dann fragen wir mal Zuris. Für Mensch und Tier bedeuten würde. Und so beschwor er seinen Bruder Innos, die Wette nicht anzunehmen. Meine Verehrung, Priester Adanos. Welchen Zauber kannst du mir beibringen? Kannst du überhaupt Welche Zauber kannst du mir beibringen? Schlaf, Eispfeil und Blitz brauche ich alle nicht. Geht ohne. Kann ich mit euch handeln? Kann ich von euch Spruchrollen der Wassermagie erwerben? Eigentlich ist Bruder Kronos der... Wissen wir. Aber schon oft gehört den Dialog, sonst würde ich nicht wegblättern. Ach so, wir haben ja noch eine Belohnung Auf Wiedersehen. Von Lord A. Nehm und Innos erhörte die Bitte nicht. Der Geist erfüllt ist meines, von Zorn und Vertrauen in die Kraft, der inzwischen auch den ungeliebten Menschen nahm er die Wette Belias an. Aha, 2 Händekämpferin. Ich hätte vielleicht doch die andere Belohnung nehmen sollen. Egal. Eine Hand ist auf 70. War das jetzt der Doppelblock?
Doch ich meine, ich hätte eine Hand auf 60 gehabt. Na, ich lade jetzt nicht extra, um der Menschen das rauszufinden. Das wird schon passen, da kann ich meine ältere Aufnahme angucken. Zuris, grüß dich, alte Socke. Ich grüße dich. Lass mal sehen. Lass mich deine Ware sehen. Nö. Auch nicht. Bis bald. Und du hast eigentlich nur Nahrungsmittel, aber ich bin trotzdem mal. Hallo, Händler. Zeig mir deine Ware. Hat doch gerade eine Feldrübe immerhin. Die hat er von uns, die Dinger. Also dann... Ich komme wieder. Schaue ich mich mal um an der Stelle im Wald. Da gehe ich am besten aus von... Karte konsultieren. Gehe ich jetzt vom Leuchtturm oder von Apfelshof? Am besten wäre ja gerade nach oben, aber das geht ja nicht. Ich probiere es vom Leuchtturm aus. Das scheint mir einfacher zu sein. Den Weg zum Leuchtturm erspare ich euch. So, und ab hier wird es wieder ein bisschen interessanter. Wir biegen ab. Ich höre hier eine Fleischwanze. Fürchterliche Monster, die müssen beseitigt werden. So, dann mit Pfeil und Bogen ausgerüstet durch die Landschaft. Hoffentlich wird es jetzt nicht schon gleich dunkel. Das habe ich nämlich im Wald gar nicht so gerne gesehen, weil so schon nicht gut. Kannst du die Karte angucken? Das ist der zweite Baum, der dritte Baum. Eigentlich müsste ich nur geradeaus. Hier lang. Mal kurz Multisafe machen, sonst darf ich die ganzen Sums nochmal machen. Muss ja nicht sein. Karte. Jetzt müsste ich nach Norden. Und einer dieser Bäume hier. Feldknöterich, okay, ich war hier offenbar noch nicht, sonst hätte ich den hier mitgenommen. Karte. Ich stehe jetzt eigentlich genau an dem Baum, wo der eingezeichnet ist. Also hier in unmittelbarer Nähe müsste, da ist er, die Drachenwurzel. Juhu, wir haben noch eine gefunden. Yippie. Dann zur Hafenstadt. Cool. Ich hatte, glaube ich, wir haben ja jetzt schon 3 von Konstantinus Tränken. Ich glaube, ich habe es in meinen bisherigen Spieldurchgängen versäumt, mir einen 4. zu holen. Also ich bin da diesbezüglich besser als je zuvor. Tag, Konstantinus. Ich grüße dich, Meister. Brauch mir bitte einen Widerstandstrank. Brauch mir bitte noch einen Widerstandstrank. Ich habe bereits einen auf Lager. Hier, nimm den. Wobei mich interessieren würde, woher du noch Drachenwurzeln und Grundstöcke haben willst. Wenn ich die ganze Insel schon gegrast habe.
die von einem Schützen regiert wurde. Dann begeben wir uns mal vor die Stadt. Dieser Fürst hat eine große. Also wenn wir den eingenommen haben, haben diese vier Widerstandstränke uns in allen Disziplinen um 40% widerstandsfähiger gemacht. Das heißt, selbst ohne Rüstung sind wir nicht widerstandsfähig. So. Stadt, Waffen 100, Geschosse 100, Drachenfeuer 45, Magie 30. Speichern. Dann Drachensnapper haben wir noch zwei Rollen. Die habe ich vorsorglich gekauft. Den Trank nehmen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Immer wieder das Glück. Dann Verwandlung Drachensnapper. Und alle Schutzwerte plus 10. Schauen wir mal. Waffen 110, Geschosse 110, Drachenfeuer 55, Magie 40. Prima. Kann sich doch durchaus sehen lassen. Das hätte er doch dann wissen müssen. Die Schriftrolle, die ich jetzt dann noch markiert habe, wieder weg aus der Leiste. Das ist auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis. Gut, was gibt's noch zu tun? Das Zeug aus der Kiste. Larius, Cornelius. Wobei mir unklar ist, wieso diese Gewächse offen sind. Ich kann eigentlich nur noch die Larius-Quest jetzt machen. Das ist der Start ins nächste Kapitel. Dafür sind wir jetzt eigentlich besser gerüstet als je zuvor. Das nächste Kapitel wird nämlich ein bisschen knifflig. Aber das möchte ich eigentlich nicht mehr in dieser Folge machen. Was kann man denn noch Sinnvolles tun? Ich könnte nochmal zu Salander drauf gehen. Wir sind gucken. Händler. Davon lasse ich lieber die Finger. Händler ist noch immer etwas eingefallen. Geschicklichkeit. Ich könnte Geschicklichkeit trainieren. Und daran gibt es was kann. Dann noch ein paar Körper da. Entschuldigung. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja, komm, reg dich ab, Taverne. Ich denke, das lerne ich bei Wolf. Und ich glaube, die 10 Punkte tue ich jetzt nicht in Alchemie, sondern in Geschicklichkeit investieren. Unterrichte mich. Nichts leichter als das. Um Geschicklichkeit plus 5. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Oh. Du bist schon zu gut. Dann schaue ich mal bei Kort vorbei. Mach's gut. Ich dachte, der wäre der beste Geschicklichkeitslehrer, aber das ist ein Irrtum. Ich hoffe, dass mir überhaupt noch einer was beibringen kann, ansonsten. Er hat auf die falschen Leute gehört. Wo ist er denn? Quatsch. Söldner. Wer erzählt denn sowas? Ich könnte mal gucken, ob Vasili mir inzwischen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Alte Münzen abkauft. Hey, hallo. Alter! Pass auf dich auf! Also entweder stimmt da was nicht. Normalerweise kauft man dir die alten Münzen ab. Der gibt mir nicht so viel wie damals in der Nacht des Rahmen der Namen, die das erhält. Der hat, glaube ich, 2 Münzen pro Stück gekriegt oder so ähnlich. Er gibt mir bloß eine. Da muss man mal ganz kräftig. Aber normalerweise sollte ich die bei ihm loswerden. Das war auch schon vorher klar. Ich weiß nicht, was da los ist, aber gut, ist nicht spielentscheidend. Der ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Das habe ich noch nicht. Kann ich verschmerzen. Gut, dann sollten wir nur darauf achten, warum er sich so verletzt. Das will doch keiner wissen. Und schon gar nicht mal. Das ist wirklich nicht mal. Hallo Bennett. Kann ich bei dir kaufen? Lauter Zeug, das in den Raum stimmt.
so spüren. Den Erzbrocken. Ich weiß zwar nicht wofür, aber den will ich einfach haben. Die kannst du selber fressen, die Kranerplatten. Kann auch nicht tun. Mach's gut. Du meinst das Wesen da draußen? So, ist der da drin? Bauer. Grüß dich, Kurt. Ich will noch besser werden. Das ist die richtige Einstellung. Einhand oder Geschick? Geschicklichkeit. Damit müsste ich jetzt auch die schwersten. Wir sehen uns. Diebstähle hinkriegen. Das können wir ja bei Sakita gleich nochmal ausprobieren. Die habe ich schon ausgraben. Mir ist das besser, als ob ich nicht schon genug Probleme hatte. Sakita war noch nicht mit Cloud. Dann gehen wir da nochmal hin. Wer war denn noch unbeklaut? War Lord André. Weiß ich jetzt nicht, lässt sich ja prüfen. Viele sind es nicht mehr, die ich noch beklauen kann. Ich glaube, da bin ich jetzt zu weit runtergerollt. Nee, hat schon passt. Nachts allein im Dunkeln im Wald. Und kein starker Held, der Belaya beschützt. Alles muss Frau selber machen. Da hinten. Ich hätte jetzt wieder Pause-Taste drücken können, aber ich denke, so ab und zu kann ich euch den Weg schon mal zeigen. Wenn ich dann diese Taschendiebstähle noch ziemlich alle erledigt habe. Hallo, Sagitta. Es wäre sehr schwierig, sie zu bestehlen. Ha, diesmal hat es geklappt. Feuerwurzel. Gut. Pass auf dich auf. So, dann schauen wir nochmal. Man darf halt nicht alles glauben, was man nicht hört. Meldor ist auch der Käfer, den habe ich bestimmt schon beklaut. Meine Meinung will ja. Es müsste noch ein oder zwei geben, die ich noch beklauen kann. Was ist denn mit den Händlern? Ich grüße dich, Jägermeister. Ich komme wieder. Ich grüße dich, Händler. Auch nicht. Ich komme wieder. Dann gucken wir mal bei den Bossen im oberen Viertel. Der hat ja keinen Pergament von ihm. Salandril weiß ich, warte mal, Bambo. Hallo Milizmann. Den habe ich schon beklaut, das war eine Quest. Immer schön die Augen offen halten. Den Schlüssel habe ich dem, glaube ich, abgenommen damals. Wirklich? Das ist ja interessant. Und es wird noch viel schlimmer. Und da ist er ja, der Oberstinker, der Belia-Fürst. Habe ich dich schon beklaut? Sei gegrüßt, Statthalter. Bis bald. Den Richter könnte ich eigentlich auch mal anquatschen, Albrecht. Ich grüße dich, Ritter. Wir sehen uns. Zeig mir mal deine Spruchrollsammlung. Jetzt dachte ich schon, Spielstütze. Aber du, ha? Meine Verehrung, Lord. Mit eurer Erlaubnis. Mit eurer Erlaubnis, mein Lord. Die erste Option ist was für die nächste Folge. Richterlein, du kleines Schwein. Bei Albrecht. Er wird uns beistehen. Natürlich, Lord. Wo weltlichen Beistand mache ich mir auch keine Sorgen. Die weltliche Stärke ist. Albrecht. Ihr zweifelt an der. Guten Tag. War nett, nicht mit dir zu plaudern. Ja. Da sagt ihr etwas, mein Freund. Und wir sind nun einmal die besten Kämpfer, die Roba zur Verfügung stehen. Das steht völlig außer Frage, mein Lord. Die
Die letzten Informationen sind in der Tat nicht sehr ermutigend. Die Brieftauben berichten von schweren Verlusten. Und wenn unsere Brüder nicht wären, dann würden die Orks schon in der Hauptstadt stehen. Berichten die Brieftauben auch etwas davon, wie viele unserer Brüder? Ja, leider. Unser Orden zahlt einen hohen Blutzoll, um die Menschheit vor den Orks zu schützen. Da ist von mir Tana die Rede. Die britannischen Brüder ist gefallen. Die Komtureien werden schwer bedrängt und können sich nur mit Mühe gegen eine dreifache Übermacht halten. Das ist die traurige Wahrheit. In Osbevare. Das sind für wahr schlechte Neuigkeiten. Ich warte auf die Nachricht, die uns nach Myrtana zurückbeordert. Ich will endlich in den Kampf eingreifen. Da sagt ihr etwas, mein Lord. Uns alle dürstet nach dem rechtschaffenen Kampf. Die Männer würden lieber früher als später aufs Festland zurückkehren, um ihn auch strafgerecht über die Orks zu bringen. Ich weiß, Albrecht, ich weiß. Mit den Paladinen, die außerhalb Myrtanas ihrem Dienst versehen. Werden sie unseren Brüdern zur Hilfe eilen? Nein. Der Hohe Rat hat beschlossen, die Entwicklung in Myrtana abzuwarten. Aber das ist, mit Verlaub, mein Lord, glatter militärischer Selbstmord. Warum nicht die Chance nutzen, mit vereinter Kraft der Monster Einhalt zu gebieten? Albrecht, ihr seid ein ergebener Diener Innos und mein Freund. Ich schätze euch seit vielen Jahren. Diese Entscheidung war politischer Natur. Leider sind unsere kalvinischen und thrakischen Brüder der Ansicht, ihren jeweiligen Landesherren bei einer unmittelbaren Bedrohung besser dienen zu können. Das verstehe ich nicht. Was kann denn noch unmittelbarer sein als eine Bedrohung durch die Orks? Albrecht, ihr wart schon immer ein Kämpfer. Geradlinig und direkt. Nie lange um den heißen Brei herumreden, wie der Volksmund so schön sagt. Doch Politik ist eine oft schmutzige und windige Angelegenheit. Und die Mehrheit im Hohen Rat hat zugunsten der kalvinischen und thrakischen Throne so entschieden. Basta. Innos möge uns beistehen. Innos steht uns bei, Albrecht. Er wird uns beistehen. Natürlich, Lord. Jetzt geht's wahrscheinlich wieder von vorne los. Ich fand das Gespräch jetzt durchaus interessant, weil während wir hier mit Velaya durch Corinnes zu bringen, ist ja der namenlose Held in Myrtana und versucht dort für die eine oder andere Seite zu kämpfen. Das hängt davon ab, für, ob man sich den Orks hilft oder den Königstreuen oder Zardas oder wie auch immer. Den Mund halten. Sei gegrüßt, Händler. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Lass mich dein Angebot sehen. Ich glaube da nicht dran. Okay. Ich es nicht mit eigenen Augen. Ich komme wieder. Der hat nichts Besonderes mehr. Dann haben wir wohl die Händler so weit abgegrast wie möglich. Ich es nicht mit eigenen Augen. Und im nächsten Kapitel wird es dann wohl Zeit. Die Sache mit Larius über die Bühne zu bringen. Aber das machen wir nicht mehr jetzt, sondern das nächste Mal, wie gesagt, es startet ein neues Kapitel. Wir haben interessante Bedingungen vorzufinden, sind bestens darauf vorbereitet. Und also so gut vorbereitet, wie man überhaupt nur sein kann. Ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.